In diesem Video kümmern wir uns um den Levator costarum. Also Levator heißt anheben und costarum heißt die Rippe, also den Rippenheber. Und die Muskulatur kannst du dir ungefähr so vorstellen. Die ziehen quasi in kleinen Muskelfasern von Rippe zu Rippe. Und wenn diese jetzt kontrahieren und sich zusammenziehen, ziehen die Rippen hoch, also auseinander. Und die versuchen wir zu aktivieren. Wichtig dafür ist, dass er gerade und aufrecht steht und versucht, sich hier richtig schön lang zu machen, also aus der Krone rauszuwachsen. Kopf gerade, 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 gerade. Genau, und jetzt schieb mal deinen Kopf richtig weit nach oben, oben, oben. Und jetzt versuchen wir, diese beiden Punkte, also von oben und unten, mit der Einatmung auseinander zu ziehen. Dass wir die Wirbelsäule richtig schön lang machen. Das kannst du jetzt einmal probieren. Tiefe Einatmung. Genau, richtig schön auseinander. Und wieder zusammen, das Zusammenfallen. Sehr gut, wieder ein, auseinander und aus, zusammen. Da das viele kleine Muskeln sind, ist diese Übung relativ schwer zu fühlen. Dadurch gehen wir gleich in eine liegende Position, weil wir in der Position die Aktivierung dieser Muskulatur besser fühlen können. Also komm mit. Du kommst als erstes in eine liegende Position, auf eine Matte, auf einen weichen Boden, wo du dich wohlfühlst und du relativ entspannt sein kannst. Dann gehst du in einen Kniestand, versuchst nach Möglichkeit, das Gesäß ganz auf die Füße abzusetzen und gehst jetzt in die sogenannte Kindsposition, die man vielleicht aus dem Yoga kennt. Die Arme also weit nach vorne, genau, schiebst den Po zurück und versuchst jetzt von der Rückenmuskulatur, vom gesamten Rücken relativ lang zu werden, soweit es eben geht, soweit es deine Mobilität zulässt. Jetzt kannst du auch nochmal das Brustbein bewusst nach vorne schieben, um noch ein bisschen Länge zu erzeugen. Also wir wollen jetzt einen richtig schönen Stretch auf die Wirbelsäule haben, also eine Vor-Stretch auch auf die Muskulatur. Und jetzt versuchst du in der Einatmung von hier oben und hier unten diese beiden Punkte auseinander zu ziehen. Und das kannst du jetzt einmal probieren. Einatmung und die beiden Punkte müssen jetzt auseinander. Sehr gut. Und aus und müssen sich wieder zusammenfügen. Sehr gut. Auseinander. Versuche meine Finger auseinander zu bringen. Super. Und wieder zusammen. Und da gibt es Bereiche, wo das besser klappt und weniger gut klappt. Aber das ist völlig normal. Bei ihm sind die unteren Bereiche jetzt relativ fest. Deswegen versuchen wir hier einfach nochmal ein bisschen mehr reinzukommen. Genau, also versuchen wir hier mehr Stretch zu erzeugen. Sehr gut, super. Und schieb dich nicht zurück mit den Händen. Ne? Genau, nur über die Einatmung. Und kannst dir das so vorstellen, wenn du dich einatmest, dass du deine Wirbelsäule extrem lang machst. Wenn du ausatmest, dass du die Wirbelsäule komprimierst. Auch hier machst du 10, 15 Wiederholungen und hier brauchst du besondere Aufmerksamkeit auf diese Übung. Also versuch richtig schön in diese Muskulatur hineinzufühlen, damit du die Bewegung machen kannst. Versuch dir diese zu merken und dann nochmal im Stand auszuführen. Super! Bei unserer nächsten Atemübung kümmern wir uns mehr um die obere Atemmuskulatur, in dem Fall um die Brustmuskulatur. Die ist dafür zuständig, das obere Drittel oder des Lungenfeldes mit zu beatmen.